Frohe Ostern, ihr Lieben! Herzlich willkommen im Studio von Floristik 24. Ich habe heute eine ganz tolle Ostertischdeko für euch mit euren Lieben für zu Hause. Einmal in frisch, einmal in künstlich. Und wie ihr wisst, gibt es natürlich bei uns auch wieder was zu gewinnen. Bleibt dran, jetzt geht's los! Für unsere Tischdeko brauchen wir folgende Materialien. Ein schönes Holztablett. Ich habe mich hier für weiße Holztabletts entschieden, die auch so richtig schön dick sind, so schön dickwandig sind. Dann habe ich so verschiedene Graspüschel. Die sind so, das ist ein künstliches. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen in echt verwenden. Gibt es ja manchmal in den Töpfen so zu kaufen. Dann habe ich hier einen künstlichen Strauch mit Narzissen dran. Dann brauchen wir ein paar Eier, wo ich euch gleich zeige, dass diese Eier ein bisschen aufgebrochen werden und bestückt werden mit unseren kleinen Traubenhyazinthen, die wir so nett finden. Dann passende Wachteleier dazu. Für meine andere Tischdeko brauchen wir ein paar Vasen dazu, die ihr sicherlich vielleicht auch ein paar zu Hause habt. Oder ihr könnt sie gern bei uns bestellen. Alle Materialien findet ihr ja auch in der Infobox unter diesem Video. Dann haben wir hier unser präpariertes Islandmoos wieder, einen Grünton und ein paar Schnittblumen eurer Wahl. Für die, die es nicht gerne künstlich mögen, die es gerne ein bisschen frisch halten. So, wir legen los. Das eine würde ich mir erstmal zur Seite räumen und fange erstmal mit unserer Grasvariante an. Damit wir die Tabletts gar nicht so viel bekleben und versauen, will ich mal so sagen, wollen wir es einfach mit einer Klemmtechnik versuchen. Diese Graspüschel sind ja im Original so. Die kann ich einfach mal ein bisschen biegen und klemme mir die so nacheinander hier rein. Und dann sieht das aus wie unser kleiner englischer Rasen hier. So. Und das hat eben auch den Vorteil, dass ich das Tablett dann hinterher immer wieder verwenden kann. Wenn ich es jetzt beklebt und bekleistert habe, ist das nicht so. Aber hier ist das wunderbar. Hier kann ich das schön einfügen und jederzeit auch wieder rausnehmen. Solltet ihr das natürlich in frisch machen, legt es bitte aus mit einer Folie, so dass es nicht so versaut wird. Jetzt kann ich mir nach Lust und Laune natürlich auch ein paar Zweige mit einfügen. Hier haben wir so ein paar künstliche Brunuszweige. Natürlich auch gern, vielleicht habt ihr was Geschnittenes aus eurem Garten mit rein, die das ein bisschen auflockern. Und jetzt kommen wir zu unseren Eiern. Und zwar habe ich hier unsere Deko-Eier, die hier oben natürlich schon ein kleines Loch haben. Ich würde das Ganze aber ein bisschen größer machen. Also sprich, wir nehmen unseren Seitenschneider und brechen die Öffnung so ein bisschen raus. So wie ihr denkt, dass er damit gut reinkommt, je nach Fingergröße. Und jetzt kann ich schon mal ein bisschen Moos unten einfügen. Aufpassen, dass er eben nicht zu dolle drückt, nicht, dass es eben zerdrückt dann ist. Und dann nehme ich unsere Traubenhyazinthen, die ich mir vorneweg aus dem Topf so geholt habe, und füge die jetzt hier ein. Die Wurzeln können ruhig so ein bisschen rausgucken und die fangen ja dann schön an zu wachsen und kommen hoch und gucken dann so nett aus dem Ei raus. Vielleicht so von dem präparierten Moos gleich noch ein bisschen was mit rein, dass ich dann schön Halt habe. So, und jetzt kann ich meine Eier hier gleich in das Ostergras so einfügen. Vielleicht ein bisschen gruppiert, etwas höher, etwas tiefer. Anderen Seite noch, sodass das schön hier rauswachsen kann. Passend dazu vielleicht noch ein paar Eier geklebt in das Gras rein, wenn ihr das möchtet. Oder aufgespießt, wenn ihr es ganz nachhaltig machen wollt. Ich würde es jetzt mal der Schnelle wegen vielleicht gleich kleben. Und schon habe ich eine ganz, ganz schnelle Tischdeko, wenn ihr es euch mit euren Lieben zu Hause jetzt schön österlich gemütlich macht. Wer möchte, kann natürlich auch noch ein bisschen Farbe reinbringen. Ich habe hier noch von den Narzissen, wenn das nicht ganz so einfarbig haben wollt, könnt ihr natürlich auch noch von den kleinen Narzissen hier was einfügen. Oder ihr könnt auch, wenn ihr echte Narzissen im Garten habt, mit einem Röhrchen das hier noch einfügen.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber da gibt es sicher ganz, ganz, ganz viele Varianten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr noch für Ideen dazu habt. So. Das wäre meine Variante mit den künstlichen Sachen. So, jetzt kommen wir zu unserer frischen Variante. Da habe ich noch mal ein längeres Tablett genommen. Ich muss mal ein bisschen Platz machen, dass ihr mich auch richtig seht. Je nachdem, was ihr für eine Tischgröße habt, ob es eben ein kleinerer Tisch ist oder der große Esstisch. Da kommt wieder unser etwas längeres Tablett zum Einsatz. Und ich denke, ihr habt zu Hause sicherlich ein paar Glasgefäße. Könnt die natürlich auch gern bei uns im Shop bestellen. Die sind hier so eine Flaschengröße. Die könnt ihr schön anordnen auf dem Tablett. Ich habe schon mal ein bisschen Wasser eingefügt. Und wenn ihr das gleich auf dem Tisch arbeitet, dann müsst ihr es vielleicht gar nicht unten festkleben oder präparieren. Man kann das natürlich auch ein bisschen klemmen. Ich nehme nochmal unser präpariertes Moos dazu und füge das hier drumherum, denn ich will nachher hier oben drauf auf jeden Fall noch ganz viele Ostereier legen. So, und jetzt kommen meine Schnittblumen zum Einsatz. Kann ich schön, ich habe ein paar tolle Anemonen dazu, die ich auf jeden Fall hier mit einarbeiten möchte. Eukalyptus bis hin zum Halt. Upsala. Eukalyptus ist ja völlig im Trend. Also wir haben im Geschäft ganz, ganz viele Kunden, die oft nach Eukalyptus fragen, nach den verschiedensten Sorten und so weiter. Ich mag den auch sehr, weil der so einen grau-grünen Charakter hat. Und der wird ganz viel auch bei Brautfloristik jetzt verwandt. Aber es ist auch ein tolles Grün, hält auch gut, trocknet auch gut ein. Das macht richtig Spaß, das zu gestalten. Und ihr könnt da je nach Farbe, Lust und Laune euch austoben, was ihr hier gerne einfügen mögt. Das kann man ja auch sicherlich stehen lassen und für später dann nochmal mit anderen Blüten weitergestalten. Dann nimmt man die Eier dann später raus, die man hier einfügen, und kann das jederzeit mit den Gartenblumen vielleicht, die man hat, auch immer wieder erneuern. Oh, mein Eukalyptus. So. Okay. Jetzt fügen wir die ganz viel vollgefüllt mit unseren Wachteleiern hier unten. So, jetzt ist unsere Deko vollständig. Wunderbar. Und kann auf euren Ostertisch. So, habt ihr Platz? Seht ihr das richtig? Wunderbar. Ach, ich denke, auf meinen Tisch zu Hause wird das auch ganz gut passen. Wie sieht's aus? Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch gefallen hat, wie es bei euch zu Ostern aussah. Ich lese jeden Kommentar und freue mich auch immer, wenn ihr mich direkt ansprecht. Ich möchte euch auch ganz lieb grüßen von der Franzi und vom ganzen Team hier von Floristik24. Wir haben immer so Spaß, die Videos für euch zu gestalten, vorzubereiten und zu machen. Und wie ihr uns kennt, es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Ein Tablett mit diesen Vasen würde undekoriert zu euch nach Hause kommen, damit ihr das mal gestalten könnt auf euren Tisch. Als Ostergruß für euch. Ich wünsche mir, dass ihr uns liked und abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ein schönes Osterfest für euch. Bleibt schön gesund. Bis bald, eure Claire.